Bei all dem Bullshit, den sich die Spielzeughersteller in Sachen Kreisel ausdenken, ist es wohl kein Wunder, dass man immer noch einen drauflegen kann, oder? Ich meine, ich dachte eigentlich, dass die Beyblade-Kreise so etwa das Beste sind, oder das Idiotischste sind, was man sich dazu ausdenken könnte. Aber nein, es gibt noch Monsuno Motorized Spin Wildcore-Kreisel. Ja, ja, das ist hier das Modell Wild Tropic Fury, weil Farben, ja, ganz toll. Dieser Kreisel hat Batterien drin oder benötigt Batterien und soll sich selber beschleunigen. Bis zu 20 Minuten lang soll er sich drehen, wie hier die Packung behauptet. Bis zu ist natürlich toll, denn damit kann er sich genauso gut auch eine Minute drehen und dann umfallen. Das wäre ja immer noch bis zu. Ja, wenn man auf die Taste zum Ausprobieren drückt, dreht er sich natürlich nicht, das wäre ja auch bescheuert, sondern er leuchtet ganz leicht und dann blinkt er und geht wieder aus. Wahrscheinlich sind die Batterien leer. Wie das Ding funktionieren soll, ich habe keine Ahnung. Die Verpackung erzählt mir hinten einen von, man soll ihn auch mal irgendwie zusammendrücken, dann auf den Tisch auf die Taste drücken und dann dreht er sich. Wow. Und er leuchtet natürlich auch, ja. Was das Ganze am Ende bringen soll, weniger Interaktion kann ein Spielzeug ja kaum mehr haben. Keine Ahnung. Aber das weiß wohl nur Jochi Preziosi oder Flair selbst. Die haben den Kram ja schließlich verbrochen. Transformiert sich beim Einschlag. Ich habe keine Ahnung, wo er einschlagen soll. Vermute ich in einen anderen Kreis. Ich habe aber nur einen. Und dann sieht er so aus. Wow, toll. Enthält natürlich auch eine Karte, eine Wildcard, haha. Vermutlich eine Trading-Card. Mir ehrlich, ist das nicht ein bisschen idiotisch, so eine Riesenverpackung darum zu machen? Das ist doch Wahnsinn, oder? Kosteten mal 10 Euro, jetzt nur 1,99. Wow. Ich kann mir gar nicht vorstellen, warum. Offensichtlich liefen die nicht so sonderlich. Vielleicht gibt es aber auch schon neue Technologien, die ich noch nicht kenne. Jetzt wollen wir mal sehen, was wir dieser Riesenpackung mit Spiegelelementen und weiß der Däubel alles entlocken können. Batterien sind Gott sei Dank drin, denn er braucht 3 Knopfzellen. Einer Größe, die ich nicht vorrätig habe. Ja, sonst alles, aber die nun gerade nicht. Hoffentlich ist die Batterie noch nicht abgelaufen. Tada! Wow! Was ist das alles hier? Wild Tropic Fury. Discard. Hit your full discards a card attached to the Monsuno. Wie soll ich denn die Karte zu dem... What? Das macht jetzt nicht alles so sehr viel Sinn. Ich kann ja wohl nicht an den Kreise eine Karte hängen, oder? Das könnt ihr mir nicht erzählen. Aber die Karten sind ganz ordentlich gemacht. Ja. Ach, sind von Topps hergestellt. In Lizenz. Wie schön. Naja gut, Topps ist ja kein Wunder. Und dann haben wir hier eine Anleitung. Okay, wir sollten erstmal auspacken und sehen, was da genau auf uns zukommt. Also verpackt ist er wirklich großartig. Da kann man nichts gegen sagen. Hier geht nichts kaputt. Meine Güte. So viel Plastik dabei. Wo sind die Batterien? Aha, die Batterien sind offensichtlich schon eingelegt. Also das Ding ist recht schwer, etwas wackelig hier. Offensichtlich hat das 2 Scheiben, die ihn beschleunigen sollen. Und ich vermute mal, dass diese Flügelchen ihn überhaupt in eine Rotationsbewegung drehen sollen. Remove for play. Auf Deutsch bitte zum Spielen entfernen. Was hat das noch mit Spielen zu tun? Ach, diesen Ring soll man abziehen. Ja, steht ja hier auch. Das ist der Sicherungsring. So, nu, mein Gott. Wenn man schon eine Anleitung braucht für einen simplen Kreisel, dann haben die irgendwas falsch gemacht, oder? Soll man die jetzt zusammenfalten hier? Man soll. Das hält nur nicht. Wow. Oh, weil man sie in einer bestimmten Reihenfolge zusammendrücken soll. Ach, Mann, muss ich die echt lesen? Also, how to fold. Das gibt's doch nicht, sowas. Allen Ernstes, eine Anleitung für dieses Ding hier. So. Wie kriege ich die jetzt wieder auseinander? Gar nicht, oder was? Habe ich das jetzt kaputt und es geht nie wieder auseinander? Oh Mann. Say what? Ah, jetzt habe ich es. So, und nun, wie geht das hier? Gibt es hier auch irgendwie eine Reihenfolge? Lieber Gott. Das ist nicht das Bescheuerste, was ich je gesehen habe. Ja. Drücke Teil 1, um ihn in der Position zu. Ja, wo ist denn der Teil 1? Also, ich habe den jetzt hier so. Was ist jetzt Teil 1? Das ist doch völlig irre.
So oder was? Also so funktioniert das alles gar nicht. Warum steht denn hier nicht einfach eine Zahl drauf? Ach, da steht eine Zahl drauf. Okay, ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass sich das jemand auswendig. Na, da steht eine Zahl drauf, von wegen. Hier, 1. Aha. 1, dann 6. Nee. Immer abwechselnd. Liebe Leute. Das ist so ziemlich das Irrsinnigste, was ich in Sachen Spielzeugtechnologie je gesehen habe. So, jetzt ist es irgendwie zu. Oder so. Naja, wie auch immer. How to launch Switch Wildcore on. Ah. Wo ist denn on? Ist er schon on? Okay, er ist on. Bla. Lege den Finger auf Aktivierungsknopf, drücke ihn herunter, den Finger oder den Knopf und ziehe deine Hand in einer Rückwärtsdrehung weg. Oh, das klingt ja spannend. Da bin ich aber sehr gespannt, wie das hier wird. So, dann machen wir lieber Platz, weil ich gehe davon aus, dass das schmerzhaft werden könnte. Faszinierend. Er dreht sich direkt um selbst. Und er leuchtet, ja. Aber wird er das wirklich 20 Minuten lang aufrechterhalten? Wisst ihr was? Ich lasse einfach mal die Kamera mitlaufen und dann sehen wir es ja, wie das der Timestamp am Ende sagt. Ich bin gespannt. Bis denn. Bumm. Und da fiel er vom Tisch. Hätte ich mir denken können, ist nie eine gute Idee, sowas auf den Tisch zu machen. Und natürlich musste er hinten gegen meine schöne Deko stoßen und dann immer langsamer werden. 2 Minuten 32 hat er geschafft, immerhin. Das sind nicht ganz 20 Minuten. Ich habe jetzt aber auch keine nennenswerte Lust, noch auszuprobieren, ob er wirklich 20 Minuten drin. Denn ich glaube, dafür müsste man ihn auf den Fußboden legen. Das will ich jetzt eher nicht, denn ich bin mir sicher, er verkratzt mein Laminat. Das möchte ich nicht. Was mir auch noch aufgefallen ist, wozu ist diese Karte überhaupt gut? Das macht doch keinen Sinn. Es gibt nämlich keine Anleitung, wie man das Spiel spielen soll. Und außerdem ist nur eine Karte pro Kreisel da. Das ist also die teuerste Trading-Karte, die man sich vorstellen kann. 10 Euro. Völlig bescheuert. Ohne Anleitung, wie ich das Spiel zu spielen habe, werde ich es wahrscheinlich nie verstehen. Es ist also pures Alibi, wie immer. Und trotzdem hat man sich bemüht, die Sache von einem guten Hersteller wie Tops produzieren zu lassen, damit die Karten wenigstens einigermaßen gut sind. Ich meine, die sind noch nicht mal verknickt. Sorry, dass ich mich jetzt darauf rumrate, aber ich finde das immer so albern. Da sind die Karten komplett verknickt und sie sind sowieso für nichts gut. Jetzt hat man mal eine, die in einer guten Qualität ist. Also die sind auch nicht schlechter als übliche Trading Cards. Und man kann überhaupt nichts damit anfangen. Ganz toll. Naja, viel weniger anfangen kann man allerdings auch damit. Oder genauso wenig anfangen, denn ich meine, was soll der Scheiß? Man braucht noch nicht mal irgendwas zu machen. Man faltet ihn irgendwie zusammen. Wenn man die Anleitung gelesen hat, weiß man, wie es geht. Dann drückt man auf den Knopf, dann dreht er sich und in 20 Minuten kann man wiederkommen oder was. Wo ist denn da der Witz, Kinders? Es ist technisch toll, ja, aber wozu braucht man das Ganze? Weil, ja, wozu braucht man irgendwelche Spielzeuge? Ist schon klar, aber das hier ist wirklich die Krönung. Es ist absolut non-interaktiv. Du kannst nichts damit anfangen. Ich weiß nicht. Aber ich meine, das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, warum die Dinger plötzlich für 2 Euro verramscht werden. Trotz der schicken Verpackung und Trading Card und Batterien enthalten und bla. Sie sind halt auch nicht mehr wert. Sie haben keinen Spielwert. Ja, und außerdem ein Kreisel, der eine Anleitung braucht? Nee, irgendwie nicht. In diesem Sinne, Kinders, bis zum nächsten Mal. Tschüss!